So, hallo. Ja, wieder eine Tierliste. Und zwar haben wir heute Dark Souls Ringe-Tierliste. Ja, ich habe da mal ein bisschen schon was vorbereitet. Und zwar haben wir heute die Kategorie S wie in passt schon. A wie in aber gerne doch. B wie in beinahe gut. C wie in ach naja. Und D wie in Dreck. Ja. Okay. Ja, fangen wir mal an, ne? Cat Covenant Ring haben wir hier. Hat ja, ja, man muss ihn halt tragen, dass man gerufen wird, ne? Ich finde das jetzt nicht so pralle. Er entgeht in Dreck, weil er hat einen Zweck. Das ist das Einzige, wo ihn jetzt das D verwehrt. Ich kann nicht mehr reden. Da, wo das D ihn davor bewahrt, ist halt eben sein Nutzen, dass er halt für PvP gut ist. Aber ansonsten, ne? Ring of Fog ist ein A, würde ich mal sagen. Ein bisschen arschig zu bekommen. Ich tausche den meistens ein gegen die Laterne, weil PvP sind Dark Souls 1 Schrott. Aber der Unsichtbarkeitseffekt ist ganz brauchbar. Hat schon ab und zu mal ein bisschen geholfen, ja. Naja, Fabring, ne, muss man sagen, es. Ohne Probleme hier einer der besten Ringe, möchte ich meinen. Einer der besten. Ah, ja, naja, ich meine, hallo, erhöht deine Ausdauer, erhöht deine Lebensenergie und deine Tragelast. Was bist du noch mehr? Und das nicht mal so wenig. Also der ist schon. Außer in Dark Souls 3, da gibt's. Na, da haben sie ein bisschen genervt, aber ist immer noch. Ring of Evil Eye. Es kommt auf ein Bild an. Es kommt auf ein Bild an. Es gibt schlechtere. Ich schwank gerade zwischen B oder C. Ich denke mal, weil Lebensregeneration ist gar nicht mal so schlecht. Ist gar nicht mal so schlecht. Calamity Ring D, weil den braucht kein Mensch. Wenn du mehr Schaden haben willst, dann spiel nackt. Wenn jemand die Challenge will, na, dann. Ja, aber ich kenne niemanden, der das freiwillig gemacht hat. Warum? Hast ja nichts von, du kriegst ja nichts. Das Ding ist. Nein. Hornet Ring? No, 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 no. Wenn man viel Backsteps macht, ich mach mal A. Bei mir ist halt kein S drin, weil ich spiele ja kein PvP in Dark Souls 1. Warum? Weil es halt scheiße war. Deswegen, aber er ist immer noch super hier, wenn es NPCs und so weiter machst. Das ist gut. Das ist damit, ja, dass die Waffen nicht so schnell abnutzen, ne? Naja, gelinde gesagt, er ist ein C, weil wen brauchst du das schon mal? Meistens hast du ja eh schon die Reparaturkiste, ne? Da brauchst du den Ring hier nicht extra. Ah. Der Flickflack-Ring. Ich meine, ja, ich mag das Ding nicht, aber weil ich finde, es sieht ein bisschen dämlich aus, dieser Flickflack, aber er hat schon Nutzen, ne? Also ich hau ihn jetzt nicht hier unten rein, sondern. Ja, es ist halt auch eher so ein PvP-Ding, ne? Oder wenn du halt viel dodgen musst, deswegen gebe ich ihm mal ein B. Für mich persönlich, ich bräuchte ihn nicht, aber hey. Ich mochte den aus Dark Souls 2. Oder aus Dark Souls 3 sogar, ey. Mal was aus Dark Souls 3, das ich mag. Hier, wenn du beim Rollen unsichtbar wirst, das ist nützlich. Das mag ich. Rusted Ring, der hat einen Zweck. Man kriegt ein A. Zwar nicht viel, aber wenn er, dann ist er echt gut. Dann kann er glänzen, obwohl er ein verrosteter Ding ist. Ja, Schlangenring A. Silberner Schlangenring A. Ich meine, die sind. Was sie tun, das machen sie gut. Der da. Dreck. Einfach nur ein Gimmickring. Nur für ein Gebiet. Es ist einfach nur, dass du nicht direkt in den Abgrund kannst. Ansonsten brauchst du den nicht. Er hat ja keine Fähigkeit, er hat ja gar nichts weiter. Ich meine, schau dich den an, den könnte man auch als Gimmickring sehen, aber er ist ein C, weil du kannst einen Feuerkick mitmachen. Ja, ansonsten wäre er genau so ein Trash wie das Ding, aber da hat er ein bisschen mehr Daseinsberechtigung. Der hier ist Dreck.
Erhöhe die Pyromantie. Dreiste Lüge, das macht der Ring nicht. Das ist eine dreiste Lüge, was du angepriesen wird. Das Einzige, was du machen kannst, damit ist das mit der bleichen Alten so schnacken, wenn du es haben willst. Ansonsten kannst du so gar nichts brauchen. Ja, ist ein S. Gibt's nix. Ich meine, hallo, schnellere Ausdauerregeneration. Kann man immer brauchen, ist immer gut. Vor allem, wenn du ein Krieger bist. Das ist wunderbar, der Ring, der Chlorian für Ring. So, ich denke mal, Havels Ring könnte man auch theoretisch als S sehen, ne? Ich meine, macht halt schon das, was er verspricht. Er ist gut, kannst nichts sagen. Selbst ich als jemand, der eigentlich immer leichte Rüstung trägt, muss sagen, was er macht, macht er gut. Das macht er überragend. Der da, ein Witz ist das. Tiny Beings Ring. Kriegst 50 HP mehr. Was ist ein 50 HP? Das ist nix. Ist auch sowas. Ist auch falsch beschrieben. Erhöht oder irgendwie regeneriert Leben oder generiert Leben. Irgendwas ist das ganz scheiße beschrieben. Ist auch sowas. Vorsichtig sein beim Ausmachen. Der ist Schrott. Der taugt nichts. Der ist wiederum sehr gut. Es kommt auf. Also in Dark Souls 1 fand ich den nicht ganz so mächtig. Aber ich mag den Hartstahlring. Ich meine, er gibt dir mehr Abwehr, mehr physische Abwehr. Das ist brauchbar. Das kann Leben retten. Ja, die hier, ne? Ja, sind alle, sag ich mal, situationsbedingt. Der hier, ja, weil er halt alles ein bisschen erhöht. Das ist ein Allrounder-Ding. Aber sonst, ja. Nie benutzt. Ich spreche es nicht ab, dass sie nicht eine Daseinsberechtigung haben, aber nie benutzt. Der hier. Naja, auch. Geht schon. Muss man nicht haben, geht schon. Was haben wir noch? Für manche Builds, na, wenn es das drauf hast, muss ich neidlos anerkennen, ist der echt, wenn ich sogar esst hier, weil halt der Damage ist halt schon, wenn es das drauf hast, wenn es mit umgeht, ich nicht. Ich zum Beispiel, ich mag sowas nicht so. So diese One. Du musst da so niedrig sein mit Lebensenergie, dass ich fast alles mit einem Hieb killen kann. Deswegen, ich bin nicht so der Fan von dem Zeug. Aber, ja, also ich hau immer ein S, weil der Damage Boost in Kombi mit anderen Sachen, das ist schon sehr mächtig. Der hier existiert. Ich glaube, der hat mir ein, zwei Mal schon den Arsch gerettet, aber das sind halt so seltene Momente. Der braucht kein Mensch. Der hat nur eine Existenzberechtigung für Seth. Wenn überhaupt, ansonsten. Ach komm. Entschuldigung. Jetzt muss ich überlegen. Das war der Magie erhöht, ne? Unerlässlich für Magierbills. Verlängert Magiedauer. Kommt drauf an. Ich sag mal B, weil wie zum Beispiel Unsichtbarkeit oder so Gegröße ist, ja. Das ist der, wo du keine Laute mehr machst? Ich weiß es nicht, glaub schon, ne? Na. Das Kronenring. Ich weiß nur, dass er nichts taugt. Also ich benutze den nicht, für mich ist er Dreck. Ich mag den nicht, ich weiß nicht mehr genau, was er macht. Ich weiß nur, dass ich den nicht mag. Der ist so kompliziert irgendwie. Ich glaube, du büßt irgendwie Zauberwirkungen ein. Und noch irgendwas Kompliziertes. Ich finde nicht gut. Dann, naja, der White Seos Ring. Was macht der nochmal? Mehr Wunder einstimmen, ne? Ja, naja, also wenn man kann ja auch leveln, ne? So. Dark Moon Seos Ring. Nur, dass die Statue verschwindet. Er ist ein bisschen sehr nutzlos. Ring of the Firstborn macht seinen Job. Erhöht Wunder Damage. Kannst nichts sagen. Was er macht, macht er gut. Dann, das hier ist der für beschworen werden als Dark Moon Dingse, ne? Naja, er macht was zumindest. Der hier
Keine Ahnung. Das ist der, wo man von Guinevere kriegt, ne? Ich habe den noch nie benutzt. Ich sehe den mal als Dreck. Speziell. Spezielle Leoring. Wolfring gibt dir mehr Poise. Bin ich so der Poise-Mensch? Er existiert. Und der hier erweitert halt deine Reichweite des Bogens. Habe ich auch noch nie billig gebraucht. Ich meine, einzige Stelle, wo ich mir das vorstellen könnte, wäre Anor Londo zum Beispiel bei den Archern. Aber da kommst nicht dazu, weil die dich vorher abballern. Deswegen. Ich bin halt kein Poison-Mensch, deswegen ist der da jetzt da. Ja. Ja, gut, dann haben wir die Tierliste durch, ne? Ja, ich will das nicht sehen. Okay. Dann haben wir es hier. Wir haben ziemlich viel D dabei. Wieso, wenn ich jetzt erklären muss, ne? Die da. Naja, es bewahrt dich halt vom Hülle werden. Das war's. Letzten Endes wastest du da einen guten Slot. Der hier. Oder den da. Ich nutze die höchstens bei Seth. Ansonsten sind die nicht gut. Ich kann die echt nicht empfehlen. Der da macht keine Schrittgeräusche mehr. Das nützt dann nicht so viel. Naja. Gut, dann haben wir das durch. Das war jetzt übrigens Dark Souls 1, wenn ich richtig weiß, ne? Okay. Dann Dankeschön fürs Einschalten und dann tschüss.